Wer hochwertige Lebensmittel sucht, ist bei Italy richtig. Gegründet von Oscar Farinetti, erobert das italienische Genusskonzept im Sturm die Welt für gutes Essen und Trinken. Die Botschaft lautet, all das muss nicht teuer sein, sondern erschwinglich. Leben, essen und genießen, das ist pure Lebensfreude. Wir bieten keinen unerschwinglichen Luxus an, sagt denn auch Oscar Farinetti. Zugegeben, Luxus schon, aber wir sind kein Ferrari. Wenn schon, dann sind wir eher ein Fiat 500 oder ein Smart. Hinter dem Italy-Konzept steckt die gelebte Passion seines Gründers für gute, saubere und gerechte Lebensmittel. Italy ist ein Zentrum des Genusses. Unser Konzept besteht aus den drei Elementen Einkaufen, Essen und Lernen. Dahinter stecken viele interessante und vielfältige Möglichkeiten, hochwertiges Essen, anderes Essen in vielfältigen Variationen anzubieten. Unser Ziel ist es, den Menschen die gesamten Facetten der Genussvielfalt zu bieten. Italy lebt von der Begeisterung der Menschen, die ihr gesamtes handwerkliches und gastronomisches Können für besseres Essen und Trinken einsetzen. Diese bessere Qualität bieten wir allen Konsumenten an. Vor 6 Jahren verkaufte Oscar Farinetti seine lukrative Elektronikfilialkette und beschloss sich fortan als Food-Missionar voll und ganz seiner kulinarischen Leidenschaft zu widmen. In enger Anlehnung an das Slow-Food-Konzept entstanden so faszinierende Marktplätze für kulinarische Spezialitäten. Wir sind in Turin, dem Pilotmarkt für das Italy-Konzept, der im Januar 2007 eröffnet wurde. Hier in dem alten Fabrikgebäude des Wermutfabrikanten Berardetto Carbano verführen die Genussitaliener ihre Kunden zu gutem Essen und Trinken. Beispiel Fleischabteilung. Fleisch perfekt inszeniert von Menschen, denen man die Freude im Umgang mit Lebensmitteln ansieht, die selbstbewusst Tranche für Tranche schneiden, mehr noch, die das Ganze gekonnt zelebrieren. Die Botschaft, alles frisch, alles gut. Hochbetrieb auch in der Backabteilung. Der frische Teig, gut geknetet und länglich geformt, verschwindet in rustikalen Backöfen. Das mehrfach täglich frisch gebackene Brot duftet verführerisch und macht Appetit. Kein Wunder, denn auch die Turiner Bäcker sind mit Leidenschaft dabei. Für die Pizzabäcker ist eine Pizza nicht einfach nur eine Pizza. Da werden neue Kreationen geschaffen, Anregungen vom Kunden aufgegriffen, da wird ein genussvolles Essen hergestellt und im Land der Pizzen wird auch gern verzehrt. Eine besondere Herausforderung, die Fischfachabteilung. Frischer Fisch ist bei Italy nicht nur Frequenzbringer, der richtige Umgang mit den Meeresprodukten erfordert besondere Sorgfalt. Die Präsentation in den offenen Verkaufstheken wird laufend korrigiert. Hier riecht nichts, hier ist alles frisch. Zum besonderen Handling gehört, dass für die Kunden vor Ort filetiert wird. Der gegenüberliegende Front-Cooking-Bereich lädt zum unmittelbaren Genuss ein. Probieren und kaufen, ein Konzept, das aufgeht. Fazit: Italy gehört zweifellos zu den derzeit besten Vertriebskonzepten im Lebensmittelhandel. Innerhalb von nur 6 Jahren eroberte Oscar Farinettos Konzept die Welt. 23 Gourmet-Tempel gibt es inzwischen. Die Italiener sind in Tokio genauso zu finden wie in New York. Bleibt die Frage offen, wann kommt Italy endlich nach Deutschland? Sehr bald. Wir suchen einen passenden Partner. Ich denke, wenn wir kommen, dann gehen wir nach Berlin. Ja, Berlin würde uns reizen.